Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, wir haben Elias herausgefordert. Wir haben ihn hier runtergelockt. In die Vault. In den Keller des Sierra Madre. Und das wird er noch tierisch bereuen. Er wird draufgehen. Das ist sowas von sicher. Wie das Arm in der Porzellankiste. Ich muss nur zusehen, dass ich erstmal die Geschütztürme außer Gefecht setze. Und dann werde ich mich um Elias kümmern. Ah, der schon hier unten ist. Verdammte Hacke. Hat der sich doch schon hier reingetraut? Alter Fettsack. Das Problem ist wirklich, dass er die Vault auf seiner Seite hat. Und der hat meine Waffe. Einer meiner Waffen. Ich glaub's nicht. Der hat so ein Gauss-Gewehr oder wie das heißt. Das hatte ich auch mal als Scharfschützengewehr und ich krebs hier mit irgendwelchen möchte gern Sachen rum. Aber Elias wird gleich das Zeitliche segnen. Das sehe ich jetzt schon. Elias ist kein Gegner für mich. Elias ist schon tot, er weiß es nur noch nicht. Bumm, Kopf weg. So, Elias ist erledigt. Boah, alles explodiert. Scheiße, was ist denn jetzt kaputt? Ein Gauss-Gewehr nehme ich mit. Stimpaks nehme ich mit. Das Gewand nehme ich auch mit. Kommen sie aus dem Sierra Madre, bevor die Vault explodiert. Wird gemacht. Bin ich gierig noch? Bin überlastet, ich kann nicht mehr laufen. Ich muss hier raus. Es nutzt alles nichts. Boah. Ob das reicht? Muss man versuchen, hier alles Mögliche loszuwerden. Nein, die wollte ich gar nicht loswerden. Die wollte ich loswerden. Das kosmische Messer. 14 Splittergranaten, die können auch weg. Ne, es reicht nicht. Es wird nicht reichen. Nierenfaust. C4 Plastiksprengstoff auch weg. Das Großgewehr kann weg. Das ist viel zu schwer. Reicht nicht. Dead Money Overall. Tönte Lesebrille. Liras. Vielleicht der Vollkriegshut. Alles klar, ich habe jetzt so viel losgeworden. Dass ich hier flüchten kann. Und ich muss hier raus. Ich muss hier ganz dringend raus. Ich muss den langen Weg nehmen, wie es aussieht. Ich kann hier nichts mehr machen. Mach mal lieber den hier. Wer weiß, was noch auf mich zukommt. Alles explodiert. Wir müssen uns beeilen. Ich muss den langen Weg nehmen. Wir haben keine Chance. Überall waren die Systeme versetzt. Das Piepen wird auch immer schneller. Oh oh, das wird sehr knapp. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nein, ich bin hier runtergefallen. Na, mein Halsband explodiert. Gibt es nicht noch einen anderen Weg? Gibt es nicht noch die Möglichkeit, die Kraftfelder zu deaktivieren oder sonst irgendwas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der einzige Weg ist. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Komm mal, was wolle.
So, ich muss gucken, dass ich hier rauskomme. Brainwashing. Dass ich hier rauskomme. Irgendwie hätten sie es ja eine Möglichkeit. Ich will es nicht außer Acht lassen. Jawohl, ich habe es geschafft. Das System startet. Mal gucken, was ich hier rausholen kann. Neu programmieren. Na gut, das hätte ich vorher machen müssen. Verdammt, das hat mir nicht weitergebracht. Das bringt mich auch nicht weiter. Ich muss laufen. Es nutzt nichts, ich werde jetzt erstmal sterben. Ich muss laufen. Ich muss mich beeilen, ich muss rennen, ich muss laufen. Ich habe keine Chance. Keine einzige. Also, run. Run, 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 run. Ah, nicht in die Wolke. Ah, so kann ich natürlich auch sterben. Da fliegt mir zumindest nicht der Kopf um die Ohren. Auf ein neues. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, habe ich so langsam das Gefühl. Ich darf nicht trödeln. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht speichern sollen. Ich hätte laufen sollen. Verdammte Hacke. Ich habe, glaube ich, einen ganz, ganz großen Fehler begangen. Einen ganz, ganz großen Fehler habe ich begangen. Das schaffe ich nie, das schaffe ich nie. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist absolut unmöglich. Das schaffe ich nie. Im Leben nicht. Auch wenn ich wollen würde, ich pack das nicht. Sondern ich finde noch irgendeinen grandiosen anderen Weg. Und jetzt habe ich schon wieder einen ganz großen Fehler gemacht. Und zwar nicht den direkten Weg zu nehmen. Nee, da, ich gehe drauf. Egal wo ich bin, an dieser Stelle gehe ich drauf. Verdammte Hacke. Ich glaube, ich muss Elias nochmal erledigen. Zusehen, wie ich hier rauskomme. Oder ich finde noch einen anderen Weg. Einer, der kürzer ist, einer, der schneller geht. Aber ich behaupte, dass es den nicht gibt. Vielleicht kann ich hier. Ich müsste hier durch. Das ist unmöglich. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich weiß. Ich weigere mich, das echt zu glauben. Es muss noch irgendeine Möglichkeit geben. Irgendeine Möglichkeit muss es noch geben. Außer, dass ich hier gerade huste, wie mit Klopter. Oder ich muss wirklich nochmal versuchen, Elias zu besiegen. So komme ich sonst nicht raus. Ich müsste, glaube ich, wenn dann sofort losrennen. Wirklich sofort. Ohne Gnade.
Ne, ich glaube, ich muss nochmal ohne Gnade losrennen. Das bringt nichts. Das heißt, ich muss nochmal von vorne anfangen. Elias runterlocken, ihn besiegen. Vorher natürlich ein bisschen was mitnehmen. Das mache ich alles vorweg jetzt. Das Holo-Gewehr nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal gebrauchen kann. Kann ich loswerden. Polizeipistolen. Ich habe so viele Polizeipistolen. Das ist der Hammer. Splittergranaten. Das lasse ich auch hier. Das ist alles nicht so wertvoll wie das Gold. Ja. Ich gebe es zu, ich bin gierig. Und was dagegen? Altmetall ist auch sehr schwer. Akustikgitarre. Warum baue ich die? Was soll ich damit? Plastikchip kann ja auch loswerden. Ha, Elektroschrott. Wiegt auch nicht wenig. Behalte ich mal noch. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Eine Lunchbox. Wer braucht eine Lunchbox? Ich nicht. Schachbrett. Wer braucht ein Schachbrett? Ich auch nicht. Schneidebrett brauche ich auch nicht. Stromleiter können weg. Eine Tasse kann weg. Trinkglas kann weg. Zange kann weg. Zündflamme kann weg. So viel dazu. Ich muss gucken, was ich alles von dem Gold tragen kann. Ja, einer zu viel. Verdammte Hacke. Entertainerpass. Goldbarren. 4 Goldbarren kann ich nur mitnehmen. Schade. Schön wäre es gewesen. Weil sonst werde ich hier auch nichts von dem Quatsch brauchen. So. An Vera, bla 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 bla. Das haben wir alles gelesen. Vera Kies, Holodisk entnommen, Datei nicht gefunden. Jetzt kommt Elias wieder. So. Da versuche ich mal schnell durchzukommen. Das haben wir ja gerade alles schon gehabt. So, dann locken wir dich mal hier runter, mein Freund. So, er kommt runter. Dann versuchen wir mal hier das Ding zu entkniffeln. Okay, wir sind drin. Das heißt, ich kann die Geschütztürme erstmal neu programmieren. Was habe ich denn da für eine Knarre?
So. Die Geschütztürme sind erstmal aus. Oh Mist, die ist hier drin. Fuck. Dachtest du wirklich, du könntest mich bestehlen? Ja, dachte ich. Das Sierra Madre ist mein. Zeit dafür. Kann die anderen nicht abschalten. Er hat den Zug. Ah, ich hab die doch. Ich hab die da umprogrammiert. Was soll denn das? Ah, 9mm Pistole. Ich hab keine Polizeipistole mit. Scheiße. Noch mal hier rein. Polizeipistole, wo bist du? Ich hab alles um mich geworfen. 9mm. Ich hab ja alles um mich geworfen. Ey, wieder totaler Fehler. Totaler Oberfail. Die Polizeipistole. Da ist eine. So. 9mm Polizeipistole. Das ist sogar die heile. Wie geil ist das denn? Hm. Muss das schon natürlich dementsprechend. Ich hab das doch. Ich verstehe das nicht. Ich hab die doch umprogrammiert. Geschütztürme neu programmieren. Geschütztürme neu programmiert. Vorkriegsschrott. Ist das Ding hier? Ich erledige dich eindeutig. Ja, erledigt. In einem Blitzangriff. Sehr schön. Gauss-Gewehr und Elias Gewänder. Und raus hier. Ich bin schon wieder verlaufen. Scheiße. Fuck, ich habe mich verlaufen. Nein. Ich finde den Weg nicht raus. Ich bin so doof. Da. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe. Mich verlaufen. Das war ein großer Fehler. Das war ein sehr großer Fehler. Hier lang. Komm. Hopp. Hopp. Schneller, 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 schneller. Komm, 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 komm. Komm schon. Komm, 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 nur noch bis zum Aufzug. Es ist nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit. Ah, nein! 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 Ach, Manu. Es war nicht mehr weit. Hätte ich mich jetzt nicht verlaufen. Ach, Mann, also müsste ich die Runde nochmal machen. Aber ich weiß ja jetzt Bescheid. Okay. Ich bereite mich eben nochmal ganz schnell vor. Dann werde ich diese Folge hier beenden. Ärgerlich, 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 ärgerlich. So, hier habe ich alles weg.
den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den kann ich eh nicht wegwerfen. Veras Kleid brauche ich nur einmal. Den Vorkriegshut brauche ich nicht. So, jetzt hatte ich hier noch Sachen drin. Ne, Quatsch, bei Sonstiges hatte ich noch Sachen drin. Die braucht auch kein Schwein. Den Elektroschrott zum Beispiel. So, ich werde nochmal alles Mögliche los, damit ich auch ein bisschen Gold mitnehmen kann. Ja, das nimmt nichts weg. Ach Mann, ey, ich habe mich so verlaufen. Das war mein Problem. Ich werde hier lassen, was ich hier lassen kann. Ganz klar. Zange, Zündflamme, das brauche ich alles gar nicht. Gut. Und daraufhin werde ich 1, 2, 3, 4 mitnehmen. Fünfte wird auch 5, geht auch. Super, dabei behalte ich es dann. Klasse. Okay, dann werde ich jetzt hier erstmal eine Folge beenden und dann in der nächsten Folge machen wir es uns wieder mit Elias gemütlich. Bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, schnell speichern. Hey, das wollte ich eben noch machen. Bye.